Seid gegrüßt, meine lieben Freunde da draußen. Hier bin ich wieder beim Spielebuffet, euer Zordan bei Graveyard Keeper. Und um Gottes Willen, wir haben so viel zu tun. Wir haben so viel zu tun. Und kommen nicht hinterher. Ich muss hier irgendwie erstmal so ein bisschen Kram loswerden. Hier die Organe erstmal rein. Hier die Geschichte, die kann ich nochmal mitnehmen. Ein Bürgerzertifikat, das kann ich auch hier lassen. Ich fange nämlich an, jetzt alles ein bisschen umzusortieren und umzuverteilen. Und heute ist Kirchentag. Also heute müssen wir auch noch ein Gebet fabrizieren. Ich packe jetzt hier erstmal das alles rein. Hier das Holz rein. Ich glaube mal, ich mache sogar noch eine neue Kiste. Jetzt weiß ich nämlich auch, wie man die drehen kann, nämlich mit R. Hier, pass auf. Zack. So dreht die sich. Tolle Sache. Und deswegen bauen wir hier eine Kiste hin, wo wir das Holz reintun. Also das bereits umgewandelte Holz. Direkt neben der Kreissäge. So, da kann das rein. Saatgut kommt hier hinten rein. Torf auch. Und hier auch die Sachen. Da habe ich jetzt Kohl drin, da kann ich auch noch die Blümchen reintun. Damit wir hier mal so ein bisschen Ordnung reinbekommen. Die Maden nicht, ne. Ich kann noch mal ein bisschen Wasser mit reinnehmen. Um zum Kochen, ne? So. Das lassen wir mal hier so Kram, Steinkram und Lehm und so, lasse ich mal hier drin. Erstmal. Wo vielleicht ja auch bald noch eine zweite Kiste hinkommt. Machen wir Holzprodukte hier rein. So. Metallprodukte haben wir jetzt hier oben. Schön. Brot. Ah, hier kein Platz für Wasser, aber für Mehl habe ich noch ein bisschen Platz. So. Für Schlabber habe ich keinen Platz. Ist hier noch irgendwas drin, was hier nicht reingehört? Nee, eigentlich muss das hier alles rein. Gebäckteig habe ich noch ganz vieles. Ich kann noch Kuchen machen. Einmal zumindest. So, hier sind jetzt erstmal so eine Biene nehme ich mal mit. Fischköder, das kann nehmen wir hier mit her. Das gehört ja eigentlich zum Papier unten. Hier den Schlabber lasse ich mal hier. 20 mal Nachtisch lasse ich hier. Ich habe jetzt erstmal das Brot. Mehr brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Sind das alle Sachen, die ich mit runternehmen will zum Untersuchen und alles? Ja. Den Schlüssel könnte ich da auch nochmal untersuchen, aber... So. Da, also Eisen haben wir jetzt reichlich. Holz haben wir reichlich. Ja, so langsam beginnt es los. Beginnt es los. Schön. So langsam geht es los, dass alles hier so ein bisschen hektisch wird, einfach weil so viel zu tun ist. Und ich habe jetzt schon seit ewigen Zeiten nicht eine Leiche mehr verarbeitet, weil ich immer noch kein Öl habe. Das heißt, ich sollte mal anfangen. Hier habe ich angefangen mit Papier bauen. Vor allem sollte ich aber mal anfangen mit Alchemie. Ja, genau,
Genau, das sind alles so, das sind so Sachen dabei, die ich untersuchen möchte. Genau. Das Gebet muss ich mir mal rausnehmen. Hier, da habe ich noch ein bisschen Story. Kann ich denn damit jetzt schon irgendwas anfangen? Ich habe jetzt 5-mal Story. Ich bräuchte nur 3-mal, aber das sind unterschiedliche, ne? Habe ich denn? Ich meine, ich habe doch, dachte ich, ich hätte, habe ich nicht? Ach, ich habe 4 Geschichten, so, genau. Daraus kann ich dann Notizen machen, dazu brauche ich aber Tinte, so rum ist es, ja? Alles klar. Und ich glaube, untersuchen kann ich jetzt hier noch nichts weiter, weil mir der Glaube dazu fehlt. Wissenschaft hätte ich. Ich kann noch ein bisschen Papier machen. Weil ich damit eh schon angefangen habe. Kerker gehe ich jetzt erstmal nicht. So, das Papier hier rein. Alchemietisch. Ich brauche halt Glasgefäße dafür. Also muss ich erst mich mit dem Glasbläsern ein bisschen mehr beschäftigen. Handmischer, das ist alles machbar. Destillationswürfel, das ist alles machbar. Kirchenarbeitstisch habe ich schon. Alchemieregal, das ist alles schon baubar. Schriftrollen gerade. Ich muss einfach mal mit sehr vielen Einzelteilen hier runterkommen. Jetzt müssen wir aber erstmal ein Gebet abhalten für die lieben Leute da draußen. Ich habe leider nur dieses Schlechte. Aber die Kirchenqualität ist ja immerhin höher geworden. Mal gucken, was es so bringt. Mit der Zeit werde ich da noch besser drin, bestimmt. 4-mal Glaube, das ist nicht viel. Aber besser als nichts. Ich habe 9 Kupfertaler verdient. Mit ihm kann ich noch nichts weiter anfangen. Und dann will ich jetzt diese 4 Glaube doch mal unten in Punkte umsetzen. Und dazu werde ich vorher einen Kuchen essen. Denn dieser Kuchen, der soll das ja verbessern. Also benutzen, auch wenn ich so viel Energie nicht brauchte. So, was können wir denn jetzt hier so Schönes untersuchen? Was haben wir noch nicht untersucht? Schädel haben wir schon untersucht. Ein Herz. Das kostet alleine schon, das kostet schon eine ganze Menge. Eine Chaoslösung. Das kostet nur Wissenschaftspunkte. Okay, da weiß ich jetzt, wie man das macht zumindest. Dann, ich könnte so ein Schwert untersuchen, dann muss ich es mir nochmal neu schmieden, aber... Oh, das kostet auch eine Menge. Rüstung auch? Ja, kostet auch eine Menge. Gibt es nicht was, was wenig kostet an Glauben? Nee. Ja, das kostet nur einen Glauben. Es gibt auch nicht viele Punkte, natürlich. Also untersuchen wir das menschliche Herz. Na, das hat doch jetzt mal wenigstens ein bisschen gerockt. Kann ich jetzt noch irgendwas untersuchen, was keinen Glauben kostet? Nö, das kostet alles Glauben. Kostet alles Glauben, ich glaub's ja nicht. Diese Pülferchen.
Ich glaube, jetzt geht mir auch langsam die Wissenschaft aus, ne? Eins kann ich noch untersuchen. Das hat doch schon mal geholfen. Dann mache ich doch mal diese ganzen Pülferchen noch schnell in der Zeit. Ah, die Wirkung von dem ist auch schon vergangen. Okay. Wir untersuchen hier, was das Zeug hält. Die anderen Sachen kann ich noch nicht untersuchen, die kosten alle Glauben. Aber ich habe jetzt doch eine ganze Menge Technikpunkte dazu gewonnen. Das ist schon mal sehr gut. Und ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet. Das ist nicht gut. Also werde ich gleich trotzdem schlafen gehen. Schön Papier hier. Dann überlege ich mal, was ich so alles Schönes lernen kann. Und dann muss ich mal mit ganz viel Ausrüstung hier runterkommen und hier diesen Keller zurecht machen. So. Ja, die Sachen brauche ich jetzt hier nicht mehr. Brauche ich eigentlich alle hier nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, was ich davon noch hatte. Hier die Chaoslösung kann auch hier bleiben. Die bleiben also tatsächlich heile, das ist schon mal gut. Ich nehme den kurzen Weg nach Hause. Das war der lange Weg nach Hause, egal. Was für ein erfolgreicher Arbeitstag. Gleich nochmal einen Kuchen für. Ich muss einiges an Brot machen, bevor ich wieder in den Dungeon zurückkehre. Aber das mache ich definitiv auch noch, aber nicht mehr jetzt hier. So, hier, die ganzen Leichenteile. Bis ich den Kerker mal... Nee, falsch rum. Die ganzen Leichenteile sollten noch da rein. So. Bis ich mit dem Kerker mal fertig bin. Lass ich die erstmal da. So. Jetzt gucken wir mal. Was können wir jetzt an Technologien lernen? Guck mal, da geht doch schon einiges. Jetzt hier auch mit dem Friedhof weiterzukommen und so weiter. Zusätzliches Geld mit Zeremonien lernen, verdienen, okay. Kraft des Glaubens, reumütiges Gebet herstellen. Leichenverbrennung, ja. Was können wir hier noch Neues machen? Destillationsdinger bauen. Sanfter Metzger kann ich jetzt lernen, okay. Dass ich die Leichen nicht mehr so zerhacke. Geschichten erfinden, Bücher machen, Schriftstellermuse. Gärtnerei. Meistersammler, Gärtnerei, Weinlese, Bienenfreund. Ich muss hier auch erstmal weiter voranschneiden. Schreiten.
Hier gibt es erst die Blaupause für den zweiten Ofen. Das muss ich auf jeden Fall lernen, sonst kann ich nicht mit der Glasbläserei fortschreiten. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Das hier ist nicht besonders teuer, was die Glaubenspunkte angeht. Das machen wir mal. Stahlherstellung. Und Stahlwaffen. Moha. Ist nicht schlecht, wenn ich wieder in den Dungeon runtergehe, Stahlwaffen herzustellen. Wenn ich mich jetzt so damit hauptsächlich befassen will. Weißt du was? Ich bin so einer. Ich verballer die Punkte dafür. Keramik. Porzellan. Da sehe ich jetzt nicht so den Hintergrund hinter, dass man das unbedingt braucht. Wertvolle Materialien. Dann kann ich halt auch solche Erze sammeln. Das sind alles so die Sachen, die etwas günstiger sind. Die erwerben wir doch gerne. Predigt von machen, ja. Ich nehme das erstmal. Ich kann es ja jetzt noch nicht nutzen. Ich heb erstmal noch ein paar Punkte auf. Ich könnte jetzt hier noch hier das mit den Kerzen schnell noch dazu lernen. Dann können wir die Kirche noch ein bisschen schöner machen. Und den Rest Punkte hebe ich jetzt erstmal auf. Jetzt habe ich ganz viele Punkte ausgegeben und der Tag ist auch schon fast wieder rum. So, jetzt wollen wir nochmal schauen. Ofen 2. Ich brauche Schweinsleder heute. Steine. Und komplexe Eisenstücke. Stück, die stelle ich nochmal her. Ja, und Schweinsleder heute kann ich ja aus Haut herstellen. Zum Beispiel von den... Ne? Ihr wisst schon. Was 2, da brauche ich jeweils überall Stahl für. Ja, dazu brauche ich Fledermäuse. Ich habe nicht mehr genug Steine. Ich habe nur 3 Stück. Gehen wir nochmal in die Steinsäge. Leer. Hier ist schon wieder Erntezeit angesagt. Der Tag hat zu wenig Stunden. Und ich habe zu wenig Energie. Meistens. Kompostieren könnte ich ständig. So, das Zeug erstmal hier rein.
nehme ich mal 8 von mit. Hier habe ich nur die zur Verfügung. So, jetzt können wir nur so ein bisschen Beet machen diesmal, aber macht nichts. So, ich brauche die. Ich kann die einfach hier drin lassen. Der zieht sich das da raus. Naja, das ist doch. Muss ich ja gar nicht so kompliziert machen. Das ist ja schön. Alles, was ich auf dem Bauplatz habe, macht sich davon selber. So, jetzt habe ich wieder ein paar Steine. Jetzt gucke ich nochmal eben, ob da oben noch eine Fledermaus rumfliegt oder drei. Nee, wenn du sie brauchst, natürlich nicht. Dann teleportiere ich mich eben schnell nach Hause. Hier ist eh kein Platz für irgendwas. Morgen rausbringen. So. Ah, Freunde, ab ins Bett. Da muss ich noch mal gucken, wann war denn der Händler da, weil der wollte ja Zeug von mir haben. Dann würde ich jetzt hier einfach mal doch alles Gemüse mitnehmen. Und nochmal kurz in die Stadt. Das dauert jetzt noch ein kleines Momentchen, bis das da fertig ist. Eisen, Eisen, Eisen. Setzlinge, dann kann ich das machen. Alchemie, da brauche ich jetzt nicht gucken. Habe ich jetzt eigentlich noch genug Tech-Punkte, um doch noch hier Steine, Grabsteine und sowas zu lernen? Ja, oder Leichenverbrennung halt, ja. Wie gesagt, die wollte ich mir offen lassen für den Fall. Für den Fall das. Obwohl ich die beiden Sachen. Komm her, ich schalte die jetzt frei, dann mache ich keinen Unsinn mit dem Rest. Und hab dann jetzt auch kaum noch Punkte, um irgendwas zu machen. Dann mache ich mit denen, die ich habe, wenigstens keinen Blödsinn. Ich habe doch jetzt neue Sammelfähigkeiten auch gelernt. Mal gucken, was man mit Fliegenpilzen so anfängt. Kannst mal versuchen, oder? Ich finde schon. Sollte mir mal langsam Gedanken machen, was von meinen Erzeugnissen in der Stadt zu verkaufen. Ach, der Händler ist da. Siehst du, heute ist der Händlertag. Seht ihr, dann haben wir doch noch was Sinnvolles gemacht heute in dieser Folge. Was unsere Abmachung angeht. Ich habe Karotten. Gut gemacht. Ich habe Kohl. Gut gemacht. Ich habe Rüben. Gut gemacht. Sehr schön. Um ehrlich zu sein, ist dieses Gemüse furchtbar. Das könnte ich nur an die armen Stadtbewohner verkaufen. Die essen alles. Vor allem noch zwei schlechte Ernten hintereinander. Schlechte Ernten? Ich sehe keine Anzeichen für schlechte Ernten. Alles wächst und gedeiht. Und so hat es ja auch gesegnet. Die Stadt und ihre Vororte, da gibt es eine Wasserknappheit. Der Wimau-Fluss hat weniger Wasser. Nur der Gjoll, der an der Friedhof vorbeifließt, bringt Wasser nach Wimau. Der Wasserstand im Hafen ist zu niedrig, deswegen kann das Schiff der Toten nicht ablegen. Ist es möglich, zukünftige Ernten zu verkaufen? Du scheinst ein anständiger, vertrauenswürdiger Typ zu sein. Na klar, ich habe einen Traum.
Und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es wird Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Was uns wirklich und wahrhaftig zusteht. Und deswegen muss ich der königliche Küchenmeister werden. Ein königlicher Geschmackstester natürlich. Das wird mir unglaubliche Macht verleihen und ich komme an all das leckere Essen, das nur der König sich leisten kann. Und was hat das mit mir zu tun? Geld, wir werden ein Vermögen verdienen. Dann bin ich dabei. Um mein Ziel zu erreichen, müssen wir den Kampf an zwei Fronten gewinnen. Und zunächst müssen wir den Markt für Delikatessen in der Stadt dominieren. Und dann müssen wir die Mitglieder des königlichen Rates bestechen. In diesem Gemüse fassen wir auf dem Markt keinen Fuß. Aber ich erkenne das Potenzial. Mit dem richtigen Dünger und einer guten Auswahl an Saatgut könntest du etwas Feines anbauen. Und zunächst brauchst du eine Handelslizenz vom Briefkasten in deiner Kirche. Besorg dir einen und diesen Partner. Die ist total teuer, die kann ich mir noch nicht leisten. Der Typ ist doof. Muss man so zu sagen. Der ist einfach doof. Was der hier von mir erwartet und verlangt? Nein, jetzt hier kann ich doch nicht lang gehen. Ich will doch da unten zum Bauern. Ich brauche neues Saatgut. Wenn ich mir noch was erlauben kann. Und vielleicht kann ich dem was von meinem nicht so guten Gemüse verkaufen, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Und so rasen die Wochen dahin hier. Bei Graveyard Keeper. Und eigentlich wollte ich doch nur... Also ich wollte gar nicht. Ich wollte nach Hause. Aber ich muss ja den Friedhof und so. Ihr wisst. Hier. Hat du Möhren? Pass mal auf. Ich habe 59. Du kannst... 25 wäre... ...34 kriegen. Dann habe ich noch 25. Und von meinem Kohl gebe ich dir 15 und 8, also 18, 29, 21, 23 ab. Und hier von den Rüben 6. Und vom Kohl 6. Nee, lassen wir so. Und dafür kaufe ich von dir... ...deine 8 Rübensamen. ...20 Karottensamen. Und, 16 Kohlsamen. Ja? Gemacht. Schön. Jetzt habe ich zwar weniger Geld, aber wir sind gut ins Geschäft gekommen. Und, mal gucken. Vielleicht werden wir ja noch Freunde. Ich glaube nicht. So, dann benutzen wir das mal, um schnell nach Hause zu kommen. Und demnächst muss ich dann anfangen, mehr Steine noch abzubauen. Und ich brauche Schweinsleder, um den zweiten Ofen zu bauen, damit ich dann da auch vorankomme. Junge, Junge, Junge. Bitte.
angeln müsste ich auch bald mal wieder, wie es aussieht, ne? So, da ist noch mehr Kompost. Und ich habe neue Geschichten aufgegabelt, wie es scheint. Das ist auch gut. Ich lasse das alles mal erstmal hier. Es ist ein Tag wieder rum, eine ganze Folge wieder rum. Schon jetzt bürgern sich langsam die 30-Minuten-Folgen ein, wie es scheint. Und ich kann auch nicht mehr. Und deswegen gucken wir noch mal ganz kurz. Ich bin zwar energetisch ganz gut dabei, aber wir gucken hier noch mal ganz kurz hoch, ob wir... Ja, hier sind Fledermäuse, sehr schön. Fledermausflügel, dann kann ich vielleicht wieder ein paar Schweinshäute machen. Aber nicht mehr heute. Also heute keine Häute mehr. Nicht mehr heute, heute. Nicht mehr heute die Häute. Lach. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Macht's gut. Tschüss.